Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 22 Create My Team hier bei Heisenberg zockt. So, wir sind ja immer noch Erster, aber es hätte da auch viel passieren sollen jetzt innerhalb von diesen 24 Stunden. Da ist tatsächlich nichts passiert. Sehr schön. Wenn ich mich nicht komplett täusche, haben wir jetzt, nachdem wir da das Länderspiel hatten gegen Italien mit Wales, müsste jetzt eigentlich das Spiel gegen Sie auch kommen. Wir gehen mal gucken. Und danach haben wir wieder Champions League. Ich würde eigentlich gegen Sia gerne spielen. Wir haben Sia, ja da haben wir es ja, im Cup 4-0 geschlagen. Allerdings in der ersten Runde. Und ich habe so ein bisschen leisen Verdacht, dass die da ein bisschen schwächer waren. Damit man die erste Runde vielleicht unbeschadet übersteht, wenn man neu anfängt. Wisst ihr, was ich meine? Und jetzt haben sie wahrscheinlich wieder Normalstärke. Wir sehen, die sind auf Platz 4. Ja, wir machen das einfach mal. Das machen wir aber, ich kann es euch schnell zeigen. Natürlich im Hinblick auf das Champions League Spiel. Gegen Leicester oder wie die heißen. Ja, nicht mit der Top-Mannschaft, das ist ganz klar. Was auch immer jetzt die Top-Mannschaft wäre. Wir gucken uns das in Ruhe an, was wir da haben. So, wir gehen weiter. Und dann kommen wir tatsächlich schon zum Spiel. Da würde ich sagen, da gehen wir schon in die Pressekonferenz, wenn wir schon mal wieder eine haben. Ganz einfach, um die Moral hochzukriegen. So, das machen wir aber im Schnelldurchlauf. Ist die Mannschaft gut genug um die Wende? Was für eine Wende denn? Hä, was für eine Wende? Wir sind Erster in der Liga, wir sind im Cup dabei. Von was für einer Wende sprechen die? Ja, es kann noch alles passieren. Genau, wir sind noch meilenweit entfernt. Bisschen Understatement, kann auch nicht schaden. Wir wollen immer auftrumpfen, genau. Geht wirklich nur darum, da irgendwie die Moral hochzukriegen. 2-2 im letzten Duell, das stimmt doch nicht. Wir haben doch im Cup noch gewonnen. Wir geben alles. Ja, das klingt gut. So, das sind so die Phrasen, die man halt an der Pressekonferenz zu hören kriegt. Das ist halt so. Was soll man da auch groß anderes sagen? Also gehen wir ins Spiel rein. Wir haben Rot gegen Rot. Entzückend. Nein, nicht wirklich. Wir hätten gerne uns, so wie wir es haben, und euch hätten wir gerne Weiß. Weil sie ja tatsächlich normalerweise auch wirklich in Weiß spielt. Also, das ist auch eine Tatsache. Teammanagement, das Übliche. Hier oben schnell diesen. So, und dann hier, jetzt gucken wir, was wir machen. Wir nehmen Barbero. Barbero hat eigentlich eine Pause gehabt. Wir nehmen mal Heisi raus und bringen dafür den Herrn Kühn. Dann nehmen wir Ebischer raus und bringen Kulisanze. Und wir gönnen mal dem Herrn Omarakic tatsächlich noch eine Pause mit dem Herrn Berger. Vielleicht hier auf dem Flügel noch was mit dem Meier. Ja, wir hätten im linken Mittelfeld noch einen Hunziker. Aha. Das ist, glaube ich, ein Junior, den wir hochgezogen haben. Kann das sein? Wahrscheinlich schon. Lopez haben wir auch noch im Zentralen. Moment, jetzt muss ich schnell gucken. Was machen wir denn da? Weil irgendwie die sollten ja schon auch mal irgendwann spielen. Kann ich dich statt Barbero nehmen? Moment, wir machen erstmal Vargas. Da haben wir gesagt. Nein, nicht tauschen. Nein, das habe ich jetzt gemacht. Kann ich die nochmal tauschen? Oh Gott, wie tauscht man denn? Ich weiß gar nicht, wie man tauscht und habe getauscht. Ist ja auch nicht schlecht. So, und jetzt? Aha, sind wir wieder hier. Gut, das kann auch nicht schaden. Wenn ich jetzt Glück habe, wurde das nicht gespeichert. Nee, hier, das passt noch. Nee, aber es ist Karacic hier. Ach, come on, wie kriege ich das jetzt wieder gewuppt? Empfohlener Ersatzspieler. Schnellwechsel ist irgendwie RT. Aha, Position anpassen. Nee. Ja, ich drücke jetzt aber mal am Versuch hier irgendwie. Mit dem wechseln. Aha, okay, ist eigentlich ganz einfach, wie wenn man halt normal wechselt. Aber jetzt gehört natürlich Omarakic da auch nicht hin. Sondern hier hätten wir gerne, nicht Vargas, sondern, wenn ich ihn finde, den nicht den Herrn Meier, sondern tatsächlich ihn nehme ich jetzt mal. So, ist das okay? Ich hoffe mal ja. So, Hunziker hier. Und dann hätten wir hier eben nochmal den anderen. Wo war der gleich nochmal? Den möchte ich auch mal spielen lassen. Den Herrn Lopez. Genau, da haben wir gesagt, ob der für Barbero eventuell passt. Wo ist er, der Herr Lopez? Gut versteckt hier unten. Ja, können wir machen. Ist natürlich eine Schwächung. Ist ganz klar. Und gegen Sia, das kann in die Hose gehen. Aber wir haben so viele Punkte Vorsprung. Wir haben jetzt wenigstens halbwegs die Sicherheit. Das haben wir natürlich sowieso nicht. Wisst ihr was, ich mache noch einen Wechsel. Genau, nämlich den Herrn Ziggy. So, jetzt haben wir es aber dafür. Jetzt muss ich aber hier nochmal schnell gucken, ob das hier auch noch eingestellt ist. Eben, wir haben so viele Punkte Vorsprung, wir müssen gucken, dass wir in der Champions League in die Gänge kommen.
Und wir können ja, wenn wir jetzt hier tatsächlich Probleme haben, dann wechseln wir halt zur Pause hin wieder. Das ist ja auch kein Ding. So, da machen sie sich warm. Da haben wir Lasse Kühn. 3 Tore in den letzten 3 Spielen. Aha. Spielt sicher nicht zu Unrecht von Beginn an. Unser Stadion. Alaesutter Gedenkpark. Also, ich sag mal, es kann sein, dass wir hier gegen Sion tatsächlich jetzt verlieren. Wäre schade, aber ist halt kalkuliert dahingehend eben, dass wir wirklich, ja, den Fokus, ja, das fängt ja schon hervorragend an, dass wir den Fokus natürlich auf der Champions League jetzt haben, solange wir zumindest hier in der Liga so stark sind. Oh, da konnte ich ihn noch entscheidend stören, das war aber nicht ungefährlich hier schon. Das geht gar nicht gut los. Pass rüber, da sieht man, ich konnte ihn stören, deswegen ist er wahrscheinlich, ja, deswegen ist er nicht gut zum Schuss gekommen. Gefährlich war es aber trotzdem. Ja, gut gemacht, gut den Ball behauptet. Jawohl, Direktspiel. So wie ich es mag. Ah, was war das? Irgendwie die Idee? Okay. Da habe ich nicht ganz verstanden, was da gedacht war. Oh, Lasse Kühn hier aggressiv, sehr gut. Ja, und der ist draußen. So, machen wir mal den hier. Genau, ein bisschen Sicherheitsfußball. Zumindest zu Beginn, damit wir eine gewisse Ballsicherheit kriegen. Auch gut soweit. Jawohl, war nicht im Abseits, ist nochmal zurückgekommen. Ah, da hat er sich den Ball zu weit vorgelegt. Das war definitiv auch nichts. Aber da haben wir die Kugel wieder. Jawohl. Und, ah, das wäre der neue Mann gewesen. Wie heißt der? Carlos oder irgendwie sowas? Da haben wir Herrn Kühn. Schöner Ball. Jawohl. Oh, der wirkt ein bisschen schwerfällig, der neue Kollege hier. Ich hoffe, das wirkt nur so. Das ist nicht tatsächlich so. Ja, da muss ich nochmal zurückspielen. Sonst wäre der Ball natürlich beim Gegner gelandet. Herr Kühn. Gut. Auch gut, aber da abzuschließen ist nichts. Das war eine ganz schlechte Position, um da tatsächlich schon abzuschließen. Man sieht aber hier, der neue Mann ist auch relativ giftig. Das ist klar, der möchte natürlich zeigen, dass er nicht zu Unrecht jetzt hier spielt. Der eigene Junior. So, geht mal drauf. Wo will der hin? Aha. Okay, da haben wir die Kugel. Jawohl, schöner Ball. Auf Herrn Kühn hier. In der Mitte wäre der neue Mann. Da ist er. Geh durch. Und Patz. Ah, da komme ich nicht mehr ran. Auch er legt sich den Ball einfach irgendwie zu weit vor. Warum das denn? Das haben wir doch sonst nicht. Wir sind aber drückend überlegen, behaupte ich. Schöne Drehung von Lopez. Oh, dann der Schieber, der Roller. Och nö. Ei, das muss ein Tor sein, Leute. Eieiei, das kann man doch nicht verdatteln. Gibt's doch nicht. Ärgerlich sowas, weil das ist Aufwand, der dann keine Früchte trägt. Da verbrauchen wir Kraft, aber da verbrauchen wir Konzentration. Und außen ist einer ganz alleine. Oh! Weg mit dem Ball. Heiliges, das war ja wieder gefährlich. Aber jetzt sauber gemacht. Cuisance, geh mal durch. Genau, weil du hast Platz. Jawohl, und jetzt schnell. Jawohl, oh, nicht in den Rücken. Oh, in den Rücken von dem Kollegen hier. Gibt's doch nicht. Und das war, glaube ich, sogar abseits. Oh, ja, so richtig läuft's nicht. Oh, ich hätte eigentlich gerne noch geguckt, wie der genau aussieht. Damit wir ihn uns schon mal ein bisschen merken können. Ja, gefällt mir nicht, was ich hier sehe. Aber eben, das ist halt auch nicht die Top-Mannschaft. Du kannst halt auch nicht einfach immer nur wechseln, wechseln, wechseln und dann erwarten, dass das irgendwie gleich rauskommt. Gut, faul, Kollege, so nicht. Und? Kein Karton? Nö. Eine Verwarnung. Nee, eben nicht eine Verwarnung, eine Ermahnung war das. Kann man machen als Schiedsrichter, ist so falsch nicht. Jawohl, hier ein Powerlauf. Ah, eigentlich gut gemacht.
Aber meine nur ich das oder wirkt der wirklich ein bisschen schwerfällig, der Kollege? Der hat eine Stärke von 69, das weiß ich auswendig. Und da ist Pause. Ja, ich würde sagen, die eine oder andere Verbesserung könnten wir bringen. Ich würde sagen, ja, für Lopez kommt Barbero rein. Oder da kommt Heisi rein. Nee, wir bringen tatsächlich Barbero. Ist der überhaupt mit dabei? Kann ich den überhaupt... Wo haben wir den Barbero? Den haben wir gar nicht mitgenommen. Aha, interessant. Okay, dann kommt Heisi rein in dem Fall. Und hier für Cuisance lassen wir, aber dann würde ich hier für den Herrn Hunziker, da habe ich auch nicht viel gesehen, gerne den Herrn Vargas haben. Dann haben wir nochmal ein bisschen eine stärkere Mannschaft. Kann nicht schaden. Ich behaupte mal, wir sind bis jetzt nicht gefährdet, dass wir das Spiel verlieren, aber wir sind auch nicht gefährdet, dass wir es gewinnen. Und das möchte ich eigentlich ändern. Oh, ich hatte ihn schon wieder. Oh, da kommt er ganz frei alleine zum Ball. Nicht hier dribbeln. Heiliges Radieschen. Die Nummer 5-4. Come on, Kollege. Macht man doch nicht. Hier in den Zweikampf gehen. Wer war das denn? Der Herr Berger. Ja, auch nicht ein Stammspieler. Das ist natürlich schlecht für so einen Spieler. Wenn er dann irgendwie, wenn er mal auffällt, dann so auffällt. Haben wir hier niemanden? Nee, nur einen Weißen. Der hat fast den Ball verdattelt. Oh, der kommt hier viel zu einfach durch. So, hol ihn dir. Gut. Jawohl, weiter Ball. Da war ich dran. Sauber, ich bin immer noch dran. Sauber gespielt. Lauf mal, Scharer. Lauf nochmal einen Meter. Ball rüber und... Ah, ein Gegner dort. Gibt's doch nicht. Ja, sehr gut, Vargas. Sehr dynamisch, wie er da den Ball geholt hat. Ja, sehr gut. Oh, easy. Och, come on. Der andere ist ganz frei da hinten. Das kann doch nicht sein, dass dann der Ball dermaßen in die Hose geht. Und da haben wir einen Abpraller, der so nicht sein darf. Allerdings, Zier macht da auch nichts draus. Gutes Dribbling von Berger, dafür wird eigentlich gar nicht bezahlt. Oh, und dann ganz schlechter Pass. Aber auch von Sitten schlechter Pass. Ah, und wieder reingedreht. Ach, also irgendwie ist es gerade ein bisschen Not gegen Elend, muss man ja wirklich sagen. So, jetzt müssen wir da hier mal noch einen vernünftigen Angriff hinkriegen. Ja, ein Wurf. Auf Lasse Kühn. Guter Ball. Ein bisschen... lahm, aber hat geklappt. Ja, da wollte abschließen. Boah, ja, der Einsatz passt. Ach, irgendwie, wir kriegen die Kugel nicht rein. Jetzt. Jawohl, jetzt hat's geklingelt. Jetzt hat's doch noch geklappt. Cuisance auf Pass von, war's Fasnacht? Bitte überhaupt Fasnacht, wenn ich jetzt noch wüsste, was ich hier durchgewechselt habe. Nee, Heisi. Hat Heisi den Pass geschlagen? Also Cuisance hat auf alle Fälle das Tor gemacht. Wir werden es gleich sehen. Nee, das ist definitiv nicht Heisi. War schöner Ball in den Rücken und damit links. Hei, aber auch wieder ein reingezimmert. Guckt euch das mal an mit voller Wucht. Ja, und der könnte natürlich auch noch daneben gehen. So ist es nicht. Aber ist egal, er ist nicht daneben gegangen. Das freut uns natürlich. Wir hätten, glaube ich, noch einen Wechsel. Lass mich mal schnell gucken. Wen könnten wir denn hier noch reinbringen? Für Karacic? Nicht Ebischer. Das würde ich dann vielleicht doch eher lassen. Badje. Okay. So. Weil das sollte keine massive Schwächung sein, weil Badje, der hat mal eine Zeit lang gespielt, als irgendeiner verletzt war. Und eigentlich immer einen guten Eindruck gemacht. Der war sogar torgefährlich, das weiß ich noch. Oh. Gibt's doch nicht. Wenn ich an den Ball komme, das gibt's echt nicht, dass der dann jedes Mal wieder weg ist. Da hat Heisi viel Platz. Macht eigentlich gut. Ja, das ist so wieder. Ne, das ist Blanco. Ja, zieht hier durch, zieht zur Mitte. Und trifft dann nur den Gegner. Oh, und der Ball war draußen. Eieiei. Na ja gut, wir führen 1-0. Das ist alles nicht so dramatisch. Aber 2-0 wäre natürlich schöner. Aber eben, man darf nicht vergessen, das ist im Prinzip wirklich die B-Mannschaft, die wir hier haben. Also, da kann man dann auch nicht erwarten, dass was, das weiß ich nicht, was dabei rausschaut. Wenn wir 3 Punkte holen, bin ich zufrieden. Und die müssen wir erstmal holen.
Ja, Blanco hat Platz. Nutzt das auch aus. Schöner Ball. Ah, Vargas wollte zur Mitte flanken. Das hat halt gar nicht geklappt. Komm, Heisi, geh drauf. Jawohl, auch auf den Torwart. Sauber Druck machen. Die Kugel haben wir. Oh, schade. Gute Idee von Fasnacht. Hat aber leider komplett nicht funktioniert. Das war sicher kein Foul. Also nicht jetzt hier. Nee, nee, nee. Dachte schon, sie reklamieren. Das haben sie aber gar nicht. Sauber, Herr Kühn ist nicht im Abseits. Oh, macht die falsche Bewegung. Da hätte er nachher zu Heisi rüberlegen können. Ja, aber das Zweikampfverhalten dafür wieder sehr gut. Gut, geht er da durch. Aber geht halt wieder irgendwie in den Mann rein. Oh, und da klappt es wieder mit dem Pass nicht. Ah, Heisi gefällt mir nicht. Also heute. Ansonsten muss ich sagen, der... Oh! Er war draußen. Oh, schade. Da kann er jetzt nicht viel dafür. Aber grundsätzlich, ja, war das jetzt auch keine gute Leistung von Heisi. Es war insgesamt eine schwache Leistung, behaupte ich. Aber schön, wenn wir sehen, dass wir mit einer schwachen Leistung eben doch eine Mannschaft wie sie auch tatsächlich besiegen können. Und das nicht mit der A-Mannschaft, sondern mit der B-Mannschaft. Das haben wir ja geklärt, zureichend. Ja, 1-0-Sieg. Sauber, wie sieht's aus? Ach, da sind wir schon wieder in der Champions League. Hier sehen wir sind Erster, weil wir haben ja Lyon geschlagen. 3-0, also sensationell eigentlich, mit 8 Punkten. Wenn wir jetzt Leicester schlagen, sind wir durch. Dann sind wir definitiv im Achtelfinale. Wenn wir verlieren, kämen die natürlich auf einen Punkt ran. Lyon würde uns eventuell überholen, dann wird es nochmal eng. Also das ist ein wichtiges Spiel. Zweifelsfrei. Ja, würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder mit dabei seid. Das wird es dann im nächsten Video geben. Danke fürs Zusehen, bis auf dich zum nächsten Mal. Tschüss!